Moinsen und willkommen zurück bei einer neuen Runde Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind hier in der Sith Akademie. Und ja, wo wollen wir denn als nächstes hin? Das letzte Mal hat uns dieser dämliche Folterknecht genervt und uns unseren Auftrag, also unsere guten Punkte, weggeschnappt. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Es gibt ja bestimmt noch einiges zu tun hier. Und wir schauen mal hier in das Tal der Sith rein. Schätze ich mal als nächstes. Sagst du was, Tariga? Tong Abogsha Umnina? Wangakum bist King Balemuraya. Chunion Tunjiji Ida Dwana. Kavavolpa Mulje Gumana? Wer seid ihr denn? Man nennt mich Tariga und ich studiere hier in der Akademie. Und es ist mir eine Freude, den Auftrag erhalten zu haben, die Ruinen des Sith zu studieren, die Vergangenheit zu erkunden und neue Relikte zu entdecken. Ihr seid ein Mensch, aber ihr redet wie ein Twi'lek. Warum? Ich komme von einem Planeten im Outer Rim. Wir gehörten nicht zur Republik, also haben wir auch nicht ihre Sprache gelernt. Ich verstehe Basic, spreche es aber selbst nur gebrochen. Ich spreche Twi'lek fließend. Warum soll ich also Basic sprechen? Twi'lek ist fast vorbei Basic und niemand macht sich um meinen Akzent lustig. Ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich dürfte wohl nicht in den Ruinen im Tal Dunkellords arbeiten, wenn ich an einer fremden Sprache herumstoffen würde. Muss ich auf irgendetwas aufpassen? Ja, in der Tat. Kurz bevor ihr das Tal betretet, kommt ihr an einem Höhleneingang vorbei. Geht dort nicht hinein. Dort hausen zahlreiche gefährliche Kreaturen, die wir Shirek nennen. Dann stellen nur noch die Tukata eine Gefahr dar. Solange ihr euch jedoch im südlichen Teil des Tals aufhaltet, werden euch die Wächter beschützen. Okay. Was sind Shirek und Tukata? Na, ich denke mal, das werdet ihr noch rausfinden. Okay, ich gehe dann mal. Mein Lärm da hinten. Und wer bist du? Du bist Atrinas. Da redet er genauso schrecklich. Ich bin kein Student, ich bin Darth Raven. Gut, gibt's hier noch was? Da ist eine Feldkiste, nehmen wir mit. Beziehungsweise das, was drin ist. Oh, gar nichts drin. Was gemeines. Auch leer. Was soll denn das? Das ist ja frech. Okay, dann schauen wir mal in das dunkle Tal der dunkle Tal der Sith Lords. Irgendwie so. Gut. Schauen wir mal hier uns hier um, was es hier so Schönes gibt. Da. Shirex. Aha. Die fliegen also. Man könnte zum Glück die Macht einsetzen. Das stört uns die Viecher nicht sonderlich. Und K.O. Hey, der lebt noch. Wer hält mir aus? Aber gegen uns. Hey. Gegen uns hat er keine große Schnitte. Gut, dann schauen wir mal in die Höhle, wo wir nicht reingehen sollen, die Shirek-Höhle. Ich bin gespannt, wer oder was uns dort so entgegentritt. Nun, der schon mal nicht mehr. Meine Abzweigung. Gegrillte Shirek. Der Erfolg ist doch zusammen. Brennt denn der hin? Eine K.O. Shirek. So, alle K.O. Komm, wir gehen mal hier weiter.
gucken, was wir noch so finden auf dem Weg. Shirex. I'm not surprised. Und ein Lagerfeuer? Das heißt, hier müssen Menschen gewesen sein. Humanoide. Vielleicht treffen die ja auch noch. Oder ihre Überreste. Da ist noch ein Shirek. Aber der ist nicht mehr lange da. Und schlupfen mal. Da. Und wir haben einen Level-Up für unsere beiden Kumpels hier. Levelaufstieg. Ja, Verfassung ist gut, da kriegt er mehr Lebenspunkte. Und das kann er auch so machen, wie er will. Gut. Kenderus. Ne, der kriegt keine Stärke, der kriegt Geschicklichkeit. Da macht er mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Talente, was lernt der denn mit Talenten? Fähigkeit, Meister. Da kriegt er viel. Da hält er viel mehr aus, was natürlich sehr praktisch ist. Okay. Angenagter Körper, was haben wir denn da? Botanischer Druidenstruktur. Nicht so spannend. Wir gehen mal weiter. Oh, Tukata. Sieht aus wie eine Ziege oder sowas. So, macht Welle hier. Oh, brauchen wir gar nicht. Die halten gar nicht so viel aus hier. Das ist voll nicht tragisch hier, der kleine Kampf. Ja, zeig's mir, wie den Platt macht hier. Das war's schon? Ja, auch nicht so viel. Da habe ich schon mehr gesehen, Kenderus. Okay, und wir gehen erstmal hier weiter. Noch mehr Shirex. Yay. Was ist das? Das ist gar nichts. K.O. Da haben wir die offensichtlich wieder platt gemacht. Hier haben wir eine Brücke, wo führt die denn? Oh, das ist aber ein großes Tier. Tyrant Attack. Ich glaube, der ist nicht allzu freundlich. Irgendwie kommt der Maltetonator. Der hält ganz schön was aus. Oh. Hier ist es. Lad mich ja um. Aber zum Glück kann ich ja den machtlosen Griff. Da ist das hier nicht so tragisch. Dafür lohnt es sich zu leben. Boah, ey, der haut mich übel. Shirex. Noch mehr davon. Ich zeig's dir. Das ist jetzt nicht so gefährlich wie das Vieh gerade eben. Wir haben schon fast für ein Level ab, nur noch 2000 Punkte. Sehr schön. Ich zeig's dir. So, der ist auch gleich K.O. Dann gucken wir mal, was das große Vieh hier gemacht hat. Oder ob das noch unfällig hier war. Also ein Tyrant Attack, den hat man glaube ich noch nicht gefunden bisher. Oh, was ist das denn? Ein Gang. Dieser Höhlenausgang führt zur unwirtlichen Oberfläche des Planeten. Das ist eine Sackgasse. Okay, also geht es hier nicht weiter.
Gucken wir mal, vielleicht ist hier oben. Ah, Überreste. Und eine Leiche. Gucken wir uns mal die Überreste an. Keldromas Robe. Eurons Tagebuch. Dann gucken wir mal hier rein. Inventar. Ja. Wo ist es denn? Da. Dieses Datapad scheint das persönliche Tagebuch des Jedi Druon Keldroma zu sein. Der letzte Eintrag erklärt, was er auf diesem Planeten wollte. Korriban war mein Traum. Und mein Albtraum zugleich. Hier fühle ich die Macht der dunklen Seite und spüre, dass sich einige Tyrant-Attack an diesem verfluchten Ort aufhalten. Shayla und ich haben beschlossen, weiter in das Tal der Sith-Lords vorzudringen, um diese Kreaturen zu finden. Ich wünsche nur, dass Goon Han noch bei uns wäre. Warum konnte er nicht einfach akzeptieren, dass Shayla und ich uns lieben? Er behauptet, dass uns die Leidenschaft auf die dunkle Seite führt. Dabei erkennt er selbst nicht, wie ihm sein eigener Stolz, seine Arroganz vom Weg des Lichts abbringen. Vielleicht ist es gut, dass er uns verlassen hat. Obwohl die Tyrant-Attacks sehr gefährlich sind, bin ich überzeugt, dass Shayla und ich sie auch ohne seine Hilfe besiegen können. Goon Han, da haben wir auch ein Tagebuch von dem, oder? Ah! Das ist der Jedi, der versucht hat, den Tyrant-Attack auf Kashyyyk zu besiegen. Der die Klinge hatte, die wir brauchten. Okay. Warte mal, da können wir doch noch hier die Robe anziehen. Nein, kann ich nicht anziehen. Wieso kann ich die nicht anziehen? Auswählbar. Wo ist denn? Keldromas Robe. Verteidigungsbonus 5. Weisheit 2. Oh, nur helle Seite. Bin ich nicht helle Seite? Nein, ich bin neutral. Okay, dann muss ich mir noch irgendwo her. Ja. Helle Seitepunkte besorgen, damit ich die Robe anziehen kann. Da hinten ist scheinbar nicht weiter, hä? Nee. Gehen wir mal zurück. Beziehungsweise suchen uns noch ein paar Gänge, die wir erforschen können. Das? Oh. Talia May. Sifrebel. Sind das vielleicht die ausgebüxten Sif-Ständen, die nichts mehr... Stopp! Wer auch immer ihr seid, wir werden nicht in die Akademie zurückkehren. Ja, das sind sie. Wir eliminieren euch, bevor wir zurückkehren. Zurückgehen? Wovon redet ihr? Ihr seid also nicht hier, um uns aus dem Weg zu räumen oder zurückzubringen? Das ist schwer zu glauben. Der einzige Weg in diese Höhlen führt durch die Akademie. Ihr müsst zu den Sith gehören. Was wollt ihr also? Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu erledigen oder zurückzubringen, warum seid ihr dann hier? Sprecht! Ihr gehört zu den rebellischen Studenten? Die Studenten, die davongelaufen sind? Ihr habt also von uns gehört. Ja, wir flohen, bevor uns Master Uther hinrichten konnte. Ist das so schwer zu glauben? Ich heiße Talia May. Die anderen hier und ich, wir haben uns geweigert, eine Menge unschuldiger Leute einfach so auszulöschen, weil es Master Uther gerade in den Sinn gekommen ist. Und deswegen sind wir hier. Wir dachten, dass es alles wäre, was wir uns je erträumt hatten, uns den Sith anzuschließen. Offensichtlich lagen wir falsch. Jetzt möchten wir nur noch hier heraus. Alles klar? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Uns helfen? Warum sollte ich glauben, dass das nicht irgendein übler Trick ist? Gebt mir doch eine Chance und ich werde es euch beweisen. Ihr wollt uns helfen? In Ordnung, ich wüsste da einen Weg. Wie ihr euch denken könnt, sitzen wir hier in diesen Höhlen fest. Andernfalls wären wir ja schon längst abgehauen. Von den Höhlen hier führt ein Weg an die Oberfläche, doch wird er durch eine große Bestie versperrt. Wir können sie nicht besiegen. Wenn ihr sie erledigen und den Weg für uns freimachen könnt, könnten wir entkommen. Das wäre all die Hilfe, die wir benötigen. Könnt ihr das tun? Ich kann es versuchen. Oder halt, der Weg ist ja schon frei. Oh,
glaube, das war der Tyrant-Attack, den wir auch gerade platt gemacht haben. Ist der Weg frei? Können wir gehen? Ich danke euch. Ich hätte einfach nicht mit Hilfe von einem Mitglied der Akademie gerechnet. Ich schätze, wir sind nicht die Einzigen, die nicht ganz einverstanden sind, wie die Dinge in der Akademie ablaufen. Vielleicht werden wir ja von den Jedi akzeptiert. Ich habe gesehen, wie böse die dunkle Seite tatsächlich ist. Ich könnte es versuchen. Auf jeden Fall danke ich euch erneut. Ihr habt unsere Leben gerettet. Oh, gerne doch. Jetzt ist nur die Frage... Oh ja, jetzt bin ich wieder auf der hellen Seite. Das heißt, ich kann die Robe anziehen. Ja, wie schön. Jetzt werden wir noch stärker, weil unsere Weisheit wieder gestiegen ist. Cool. Oh, eine Leiche. Und da haben wir gleich wieder eine gute Tat vollbracht. Das ist doch schön. Aber die haben ja überall ihre dämlichen Minen hingestopft. Gibt's hier noch was Schönes für uns? Ein toter Sith. Der hat aber nichts Interessantes dabei. Gut, dann gucken wir nochmal hier den Gang durch. Da waren wir noch nicht drinne. Und wie mir scheint, ist der auch ausgestorben. Gut. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller hier. Und verlassen die Höhle wieder, nachdem wir hier alles erledigt haben. So wie es im Moment aussieht zumindest. Und ja. Und das ist das Tal des Sith Lords. Und was wir hier erleben, das sehen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, haut da rein. Ciao.